Plot-Twist. Hast du dich jetzt schon? Oh ja. So zwei Einzeldates wurden jetzt schon so vergeudet. Ich hoffe, dass dabei auch rauskommt, dass es vielleicht auch einfach nicht passt. Oder? Hi, mein Name ist Nico. Willkommen auf meinem Kanal. Falls du neu bist, mein Name ist Nico. Ich bin 21 Jahre alt. Mache auf diesem Kanal Videos zum Thema LGBT-Stuff, Musik-Stuff, Prince Charming, Princess Charming, Lifestyle, was mein Herz begehrt. Also schau dir diesen Kanal gerne um. Und wenn es dir gefällt, lass gerne ein Abo, da würde mich sehr freuen. Lass jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, wenn dir die Reihe gefällt und du das ein bisschen feierst. Heute geht es um Prince Charming Folge 4. Ich habe das schon mal aufgenommen gerade. Fun Fact, ohne Mikrofon drin, deswegen ich bin ein bisschen genervt. Aber ich überspiele das mit Pokerface. Folge 4 steht unter dem Stern Kuss-Eskalation. Kim gönnt sich richtig. Es ist eine wilde Folge von Gefühlen, Achterbahnfahrten, Missgunst, S-Fuck und noch vieles mehr in dieser Folge. Für mich persönlich meine Lieblingsfolge. Ich würde sagen, wir legen los mit dieser Folge. Sehr viel passiert. Wenn du Bock hast, die Staffel auch zu gucken auf TV Now, findest du einen Link in der Beschreibung. Da findest du auch einen Rabattcode, mit dem du 50% sparen kannst. Der erste Monat sowieso for free. Nutze den Link in der Beschreibung. Ich würde sagen, wir legen los. Du hast mich nicht verdient, verdient, verdient. Es kommt mir vor wie so ein Déjà-vu gerade. Ach warte, ist ein Déjà-vu. Wir erinnern uns, letzte Folge hat damit geendet, dass rauskam, dass Manfred bei Kim gepetzt hat, dass hier scheinbar gekuschelt wird. Was wir gesehen haben, gar nicht so schlimm war. Manfred fand das aber sehr schlimm. Die Stimmung ist entsprechend scheiße heute Morgen. Alle gehen so Manfred ein bisschen aus dem Weg. In der Villa schläft jeder unter der eigenen Decke. Where do you go with your broken heart and soul? Stimmungskater vom gestrigen Abend. Die Stimmung nach der Platzerei ist, niedergeschlagen. Es gibt schon andere Kandidaten, die sich, glaube ich, ganz gut finden hier und die auch schon zusammen gekuschelt haben. Gerade Bon ist low energy, weil er sich so fühlt, als hätte man ihm ein Messer in den Rücken gejagt. Wobei ich auch sagen muss, dass Bon aber auch ganz schön hier auch gefackelt hat, ne? Scheißdreck hat er gesehen. Mann, wenn du bist ein Teufelsrochen, bist du. Ein Teufelsrochen. Es war die Wahrheit. Wahrheit? Guck mal, ja. Spiegel. Wahrheit kennst du gar nicht, du weißt gar nicht, wer das schreibt. Ja. Fickt euch doch alle, fickt euch doch mal. Es gab eine kleine Timelapse, wie Manfred alle alleine lassen. Es tat mir ein bisschen leid, weil es ja auch irgendwie einen Grund gibt, so ist es nicht. Aber das dann zu sehen, der Schnitt, Leute, manipuliert einfach. Da ist immer ein Filter drauf und dann hat er noch geweint. Das tat mir kurz sehr leid. Somebody said you got a new friend. Mich haben wir auch schon irgendwie einsam wieder gefühlt. Ich habe mich auch gefragt, wann jemand vielleicht auf mich zugekommen wäre vielleicht, aber es kam irgendwie keiner. Was ich aber gut fand, Manfred geht da zu den anderen hin aus der Villa und entschuldigt sich für sein Verhalten. War, fand ich sehr stark. Klar war das ja scheiße, dass er gepetzt hat. Wie gesagt, das stand eben nicht zu, finde ich. Aber ich finde, es zeugt auch von Stärke, dann seine Fehler einzusehen und zu sagen so, hey, war scheiße, tut mir sehr leid, ich bin ein bisschen eskaliert gestern Abend. Das fand ich sehr cool. Was kostet du heute? Also erstmal muss ich mich, glaube ich, entschuldigen für gestern. Ich hab das kannst du danach machen. Kevin. Lass ihn doch ausreden. Ich habe gestern zu mein Ellbogen zu weit ausgefahren. Entschuldigt sich dann auch bei Bonn. Die beiden sind ja sowieso die Hauptkonkurrenten irgendwie der Villa. Ach, ja. Hi. Ich würde mich auch mal bei dir noch mal entschuldigen wegen gestern. Alles gut, Manfred. Ich glaube, ich habe gestern überreagiert. War ein bisschen ellbogenmäßig gestern drauf und... Tut mir leid. Alles gut. Ich bin da dir auch nicht nachtragend. Ich bin froh, dass du dich entschuldigst. Ich kann auch gar nicht einordnen, ob die sich jetzt wirklich einfach nicht mögen, ob das einfach die Umstände sind oder ob die sich wirklich einfach nicht ausstehen können, weil die auch Storys zusammen machen und Co. Deswegen, ich glaube, es ist einfach diese Villa, diese Umstände, dieser Druck, diese Langeweile. Man, es passiert ja nichts, außer für den, der den Prinzen trifft, so. Wir wollen alle irgendwie Kim für uns gewinnen. Ich denke mir aber, man muss halt nicht dreckig spielen. Ich nehme die Entschuldigung von Manfred erstmal an. Ich denke aber, da kommt ehrlich gesagt noch was. Dann gibt's griechische Post auf Kreta und zwar verkündet die Post, dass es ein Gruppendate gibt. Maurice will endlich sein Einzeldate haben oder überhaupt mal ein Date und er hat Glück, beim Gruppendate ist er dabei. Beim Gruppendate werden anwesend sein Maurice, Max, Thomas und Robin, schmeiß euch in euer Sportoutfit. Yeah. Das Gruppendate ist ein Workout mit dem Prinzen am Strand. Ich persönlich trainiere auch viermal die Woche. Romantisch finde ich das nicht, aber jeder wie er möchte, ne? Endlich geht's los. Lange drauf gewartet, jetzt ist es endlich soweit. Alles für den Popo. Dann lassen sie sich alle aus und springen ins Wasser. Der Gay-Content ist wieder da. Ja, das ist ja wirklich ein Koloss von einem Mann. Ja, dann sitzen die alle so ein bisschen im Kreis und reden über das Erobern, über die Mauern, die man aufgebaut hat, wie leicht man rumzukriegen ist, sowohl sexuell als auch auf der Beziehungsebene. Ich finde es immer schwierig, weil da, wo ich herkomme, gerade Berlin, ist natürlich auch nochmal ein Pflaster, wo man immer neue Leute trifft. Und ich glaube, dass sehr oft das halt passiert, so jetzt in unserer
Zeit, dass man sich halt zu viel umschaut und dann hat man doch keine Lust und deswegen. Diese Schnelllebigkeit einfach. Dass man immer das Gefühl hat, es gibt noch das nächst Bessere und dann macht man das für eine kurze Zeit und dann hat man schon den nächsten am Start, weil es kommt immer noch ein noch schönerer irgendwie um die Ecke. Aber das führt halt dann zu nichts, ja. Und Maurice kam bisher nicht wirklich zum Zug. Er schnappt sich gleich mal Kim und will mit ihm ein bisschen abseits, so gefühlt 100 Meter weiter weg, reden. Und das machen sie auch. Irgendwie geht das nicht. Weil ich dann auch, ich kann dich auch nicht so angucken. Warum nicht? Ja, weil, deine Augen, das killt einen so ein bisschen. Wenn man sich da so verläuft und dann vergisst, was man eigentlich sagen möchte. Kann man setzen. Ja. Was ich sehr süß fand, dass Maurice zu Kim gesagt hat, dass er ihm nicht in die Augen gucken kann. Ein Stück ans Wasser. Als ich alleine mit Kim war, habe ich halt gedacht, okay, du musst jetzt ganz schnell in die Vollen gehen. Maurice ist einfach richtig hardcore verliebt, das merkt man einfach. Oder was ist verliebt? Er hat einfach Interesse am Prinzen. Versuchen ganz schnell diese tieferen Gespräche mit ihm zu haben. Ich wirke vielleicht immer sehr tough oder auch vor den Jungs bin ich halt immer sehr keck und frech. Aber das ist halt eigentlich so diese Fassade, die irgendwie vor mir schwebt. Und was ich auch richtig süß fand, Maurice hat eine Kette um seinen Hals, da steht Kim drauf, aber nicht, weil der Prinz da ist, sondern einfach, weil die Freundin seiner Schwester auch Kim heißt. Und das ist Zufall oder Schicksal, we don't know. Das ist halt auch so ein Ding, das habe ich kurz vor der Abreise bekommen, weil meine Familie halt weiß, wie emotional das ist. Und jetzt lach nicht, dass ich dummerweise dein Name. Ich wollte gerade sagen, so. Das habe ich auch dann irgendwann gewechselt. Oh shit, auf der Kette steht da Kim, das ist ein dummer Zufall, weil die Freundin meiner Schwester halt auch Kim heißt. Maurice redet auch dann noch ein bisschen über die Mauern, die er aufgebaut hat. Gerade wenn es ein bisschen intensiver wird, so eine Beziehung zu einem Menschen. Und im Hintergrund läuft dazu Lil Nas X mit seinem Song über die Kindheit. Das war eine sehr schöne Wahl. Wenn ich die genauso sehe wie du, dass ich sehr genossen habe. Ich finde allgemein die Musikwahl ist bei Prince und Princess Charming immer so on fleek. Wirklich. Also wer das macht, sehr gut. Es könnte auch meine Playlist sein, ja? Ihr könnt einfach meine Playlist nehmen und da reinpacken und alle Lieder abspielen. Zurück zum Gruppendate, da gibt es das erste Mal eine kleine Neuerung seit 3 Staffeln, das finde ich sehr toll. Und zwar gibt es eine grüne Krawatte. Die grüne Krawatte kann der Prinz, also Kim, quasi verteilen. Und wer die grüne Krawatte bekommt, ist quasi safe für die nächste Runde. Eine kleine Überraschung. Du mit deinen Spielchen, verdammt. Ja, man weiß wirklich nie, was man kriegt, wie eine Wundertüte. Ich habe heute eine Vorabkrawatte dabei und damit möchte ich auf jeden Fall ein Herren die Sicherheit geben, dass er nicht so zittern muss bei der nächsten Nacht. Finde ich richtig geil, dass sie neue Sachen bringen. Klar, das gibt's schon bei Bachelor und beim Bachelor auch schon, das hat eine Rose. Das ist ja alles ein Kosmos, aber ich finde es toll, dass sie neue Sachen ausprobieren, das mag ich sehr. Diese Krawatte safe denjenigen vor der nächsten Entscheidungsnacht, vor der nächsten Gentleman's Night. Und die würde ich gerne dir, Thomas, geben. Die anderen gönnen es ihm nicht. Und dann gibt es noch eine weitere Überraschung. Es wird ja nie langweilig bei mir, das muss man einfach sagen. Es gibt genug. Ja. Aber was ich sehr gönne, Kim sagt, dass er Maurice gerne für ein Einzeldate hätte. Das gönne ich Maurice sehr, weil er sich jetzt seit 4 Folgen das so sehr gewünscht hat. Und jetzt bekommt er ein Einzeldate mit Kim. Also ich konnte in der Situation, ich wusste auch gar nicht, wie ich damit, ich war echt überfordert. In der Mitte angekommen, fliegt erstmal wieder ein Spruch um die Ohren, wo ich mir denke. Abkühlung für harte Männer und für zarte Pflänzchen. The fuck. Robin, passt das nicht, dass Thomas diese, ich habe gerade auf die Linse gespuckt, wisst ihr, wie weit die Linse weg ist? Robin sagt, passt das nicht mit der Krawatte, die Thomas bekommen hat? Ist auch ein bisschen bitter. So, ich mag Robin sehr gerne, ich finde, er wirkt sehr sympathisch, aber er wirkt auch ein bisschen bitter. Thomas hat einfach wieder von seinem traurigen Leben erzählt und damit gewonnen, ganz ehrlich. Ich kann auch nichts dafür, dass mein Leben so toll ist. Allgemein finde ich diese Gruppe so missgünstig. Ich finde, wir können alle einen Podcast aufmachen, der hieße dann Lästerschwestern. Also, während Mo beim Kim ist mit Kim, was? Während Mo beim Date ist mit Kim, lästern die alle, dass Mo gar nicht zum Prinzen passt. Dass sie es ihm nicht gönnen und dass sie hoffen, dass jetzt rauskommt, dass Kim auch Mo nicht möchte. Ich immer wieder suchen und alles geben. Und ich finde einfach, wenn Maurice nicht die Initiative ergreift, das ist seine eigene Schuld. Und dafür noch belohnt werden? Und mich nervt das, um ehrlich zu sein, immer noch ein bisschen, dass Kim das scheinbar auch ein bisschen attraktiv findet. Das verstehe ich nicht. Es ist ein Unterschied, sich darüber selbst aufzuregen, dass man selbst hier hockt und nicht hin kann. Das ist schon, finde ich, naja. So 2 Einzeldates wurden jetzt schon so vergeudet. So. Und na, ich hoffe tatsächlich, vielleicht ist es besser, aber ich hoffe, dass dabei auch rauskommt, dass es vielleicht auch einfach nicht passt. Oder so. Das kann ich mir wirklich vorstellen. Ich war, wie gesagt, nicht vor Ort. So. Ich weiß nicht, wie ich wäre, wenn ich da vor Ort in eine Situation wäre so. Aber als Zuschauer denke ich mir so, muss er nicht sein. Maurice passt nicht zu Kim. Gar keinen Fall.
Ja, das Segment Mo beginnt ein bisschen angespannt, weil die beiden kennen sich ja faktisch gar nicht, logischerweise. Ich möchte einfach die Zeit mit Kim haben. Es ist egal, was drumherum passiert. Und ich hoffe mir jetzt ganz tolle Stunden mit ihm und dass wir uns viel unterhalten werden. Und vielleicht auch so ein bisschen kuscheln. Na? Hey. Liegt aber auch so eine gewisse Spannung in der Luft. Auch die Musik unterstreicht es doch immer alles schön, dass hier, es funkt schon, es knistert, ja? Alles gut? Dankeschön. Gerne. Entspann dich. Ich hab das eben verpasst. Ich war etwas überfordert. Musst du nicht sein. Kim ist kein x-beliebiger Typ, es ist schon sehr speziell und da kann einem auch schon ordentlich den Arsch auf Grundeis gehen. Beide mögen sich auch sehr beim Gespräch und Kim sagt, sein Körper reagiert sehr auf Mo. Was auch immer das heißen mag. Ein gutes Gefühl in mir aus und mein Körper reagiert auf Maurice. Ich glaube, beide mussten erstmal ein bisschen sitzen bleiben, bevor sie wieder aufstehen konnten. Maurice. Ja, bitte. Es geht darum, dass Mo noch keine richtige Beziehung hatte. Wie sahen so deine bisherigen Beziehungen aus? Schwierig. Warum? Also, die letzte Datingphase hat irgendwie 2019 im April. Dann war es wieder Funkstille. Und dann war es im Dezember nochmal. Das wäre dann die erste gewesen. Die erste was? Beziehung. Hattest du noch keine Beziehung? Nee. Ich finde allgemein, das ist einfach super cute, muss ich einfach sagen. Ich finde, die beiden sind einfach cute zusammen. Ich bin da, glaube ich, zu wählerisch und habe eigentlich immer darauf gewartet, geflecht zu werden. Oh. Okay. Bevor es beim Date aber weitergeht, denn die bestellen gerade Essen oder so, keine Ahnung, springen wir zurück in die Villa. Da wackelt sich das richtig. Grün ist auch noch meine Lieblingsfarbe. Kann ich nichts für. Na, das freut mich aber für dich. Es ist ja irgendwie jede Staffel so, dass es eine Pärchenbildung gibt, fernab vom Prinzen und dem Gewinner oder der Gewinnerin. Dieses Jahr ist es Arne und Thomas, das obligatorische Pärchen der Staffel. Aber es ist noch nichts ausgesprochen. Beide haben scheinbar Gefühle füreinander, aber haben sie noch nicht ausgesprochen. Ich habe Emotionen aufgebaut anderen Leuten gegenüber in diesem Haus. Ich weiß nicht, wie weit das geht. Es ist auch jemand, der eigentlich überhaupt nicht mein Typ ist. Gar nicht. Viele finden das immer sehr verwerflich. Finde ich nicht echt. Also ja, man ist für ein Ziel da, aber man muss wirklich sich vor Augen führen. Das sind alles, in dem Fall jetzt 18 schwule Männer. Einer der Glücklichen sieht Kim am Tag 90 Minuten. Einer 90 Minuten. Der Rest der Menschen hängt den ganzen Tag, die ganze Nacht mit anderen 17 schwulen Männern auf einem Haufen und langweilen sich einen ab. Man hat ja auch Bedürfnisse und Liebe ist, kannst du ja auch nicht verhindern oder so, Emotionen. Deswegen, ich finde das gar nicht verwerflich. Was ich verwerflich fand, war letztes Jahr nur, oder letztes ist ja vor ein paar Wochen Saskia Biene und ihre Konstellation, dass Saskia mit den Gefühlen so gespielt hat. So hopp, 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 hopp. Aber ich finde es nicht verwerflich, wenn Leute halt jemanden finden, den sie auch toll finden, fernab von Kim. Das ist ja auch so ein bisschen Inhalt der Show. Sind uns ganz ehrlich, es gibt einen Grund, warum Prince und Princess Charming nur 2 Wochen geht und nicht wie Bachelorette 7, 8 Wochen, weil sie natürlich Angst haben, dass dann natürlich Couples gebildet werden, die nicht Kim und Gewinner oder Gewinnerin sind. So, ist ja logisch. Wo waren wir jetzt eigentlich? Ach ja, Date mit Maurice und Kim. Das war gerade ein langer Monolog. Fuck my life. Manche Kombination wirkt zunächst ungewöhnlich und passt dann doch ganz gut. Es gibt Sushi mit Bier. Ist eine komische Kombi, bin ich ehrlich, würde ich so nicht bestellen. Wollen wir so einen Trainer gehen? Als letzter ohne Date ist Maurice bis vor kurzem noch geknickt gewesen. Ich mag aber auch kein Bier, vielleicht liegt es daran. Dann gehen sie auf dieses Bettsofa, ich weiß nicht, wie das heißt. Kann er hier seine Chance nutzen und die Initiative ergreifen? Ich finde, sie flirten auf Augenhöhe. So ein bisschen frech, so ein bisschen cheeky. Ich finde das süß. Ich finde das einfach süß. Kim sagt auch, dass er sich immer in der Gegenwart von Maurice wie so ein kleiner Teenager fühlt. So hihi, so Schmetterling im Bauch. Ich finde das süß. Macht das auch Geregtheits-Level-Dings? Geht langsam. Langsam? Ja, okay, ich bin entspannt, tiefenentspannt. Ja, man lernt ja nicht alle Tage jemanden kennen. Nee, das stimmt. Und dann die Krönung. Es gibt einen Kuss. Und noch ein Kuss. Spiel mit dem Feuer. Du hast ja heute Nachmittag in der Sonne schon so sicher in deinem Gesicht. Hast du schon verloren? Eieiei. Fuck, ey.
der Kandidat in der Villa. Danke. In der Villa lenken sich die Kandidaten ein bisschen ab. Da ist eine kleine Party am Start. Und Manfred versucht, Maurice ein bisschen zu verdrängen aus seinem Kopf. Mir macht viel Spaß. Wir tanzen und trinken Wein und Gin Tonic. Und ja, Maurice ist mir scheißegal. Es okay. Gibt auch eine kleine Dance-Show. Sehr freizügig, lieben wir. Und die riechen so ein bisschen den Braten, dass Mo nicht mehr nach Hause kommen wird. Krass. Das kam unerwartet. Wenn er wegbleibt, dass Mo nicht wiederkommt. Dann gab es einen ganz dezenten Themenwechsel. Vorweg von Mo hin zu Stellungen im Bett, Top und Bottom, also aktiv-passiv. Wer was bevorzugt, was anstrengender ist und so weiter und so fort. Was sind eure Positionen so im Bett? Also ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so der Analhase. Und in den Beziehungen, die ich hatte, also wenn ich mit jemandem dauerhaft was hatte, dann kommt es ja doch öfter dazu. Und dann lasse ich mich dazu sicherlich mal breitschlagen, aber dann bin ich öfter wahrscheinlich die Top-Person. Aber ich finde das gut, dass sowas auch genutzt wird in so einer Show, um so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu betreiben, bin ich ehrlich. Es könnte auch sein, dass mein nächster Partner, ich halt dann nur noch Bottom bin. Aber ich hatte jetzt noch, das muss ich ehrlich sagen, ich hatte jetzt noch keinen Partner, wo ich es dann irgendwann wirklich mich drauf gefreut habe, Bottom zu sein. Nee. Maurice wacht in Kims Armen auf und sie reden sofort miteinander. Ich frage mich, wie jedes Jahr, gibt es auf Kreta keinen Mundgeruch? Ist das mundgeruchfreie Zone? Ja, sie frühstücken cute am Boden. Scheinbar war der Tisch nicht gut genug, ich weiß es nicht. Ich hab keinen Bock. Wenn ich dann gleich ankomme, ich glaube, ich werde gekreuzigt. Cremen sich ein bisschen ein, hocken dann am Pool und reden so ein bisschen über Eifersucht, Emotionen. Aber irgendwie dieser Gedanke, gleich wieder zu fahren, ist dann schwierig. Und zu wissen, oder dass halt noch andere Dates jetzt anstehen. Ja, im Pool wird dann weiter geknutscht und die Kamera filmt auf den Schritt. Bis heute Abend. Es war nicht mal ein Fehler, weil es wurde offensichtlich reingeschnitten. Ich frage mich, was die Kamera da auffangen wollte. Wollten sie wieder... Mo kommt dann nach diesem Date zurück in die Villa und alle sehen ihn zwar, aber keiner sagt ein Wort. What the fuck? Hello, hello. Jeder hätte doch auch die Chance genutzt, wenn Kim gesagt hätte, Bock zu übernachten, hätte doch keine Sau abgelehnt. Okay, wow. Ich möchte auch nicht zu verurteilen wirken, weil ich war, wie gesagt, nicht vor Ort. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es vor Ort einfach anders ist. Aber was man so sieht, dachte ich mir schon so, die sind doch alle 20 plus. Warum so Kindergartenverhalten? Na? 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 Herr Manfred wirft ein paar Kinderblicke zu dem guten Mo. Sehr subtil. Er guckt wirklich die ganze Zeit raus. Ja, natürlich bin ich raus. Subtil wie immer. Kann mich ruhig sehen, dass ich ihn beobachte. Ja, dann geht's schon zur Happy Hour. Kim kommt natürlich wieder in die Villa zu den anderen Boys. Und Mo umarmt Kim gleich und will vorbeugen, dass andere dem Kim Scheiße erzählen. Und sagt ihm Kim auch, er hat nur das Gröbste erzählt, als Adresse erfunden. Fand ich persönlich einen sehr klugen Schachzug, lieber Mo. Fand ich sehr klug von dir. Erzählt alles andere ist irgendwie dazu gedichtet, wenn irgendwas. Jan hat ja in Folge 3 sehr ausgiebig über sein Date mit dem Prinzen erzählt, in letzter Folge. Das hat ja Mo gar nicht gemacht. So, und letzte Folge hat Mo bei Jan angekreidet, dass er viel zu viel erzählt hat. Und jetzt kreidet Jan bei Mo an, dass Mo sich gar nicht freut und gar keine Emotionen zeigt. Das ist irgendwie bei den beiden nicht lieb. Wir wollten so viel in Einzeldate und du hast diese Chance bekommen. Diskutabel, warum? Ich fand, bei dir wirkte das, als du es erzählt hast, so emotionslos. Also ohne Euphorie, ohne Freude. So wollte ich es euch aber einfach übermitteln, weil ich euch nicht zeigen wollte, wie happy du eigentlich bist. Und dann sitzt da einer und sagt, hey, ich bin so happy, happy. Und alle so, toll, hätte ich auch gehabt. Also ich meine, ganz ehrlich, sind die alle nicht hergegangen und dachten, okay, er nimmt eine Person und die ist es dann. Also ja, danach treffen sich Jan und Kim in der guten Stube. Die reden auch gar nicht so viel. Die lassen mehr die Zungen sprechen. So. Maybe
Die beiden haben für mich so ein bisschen Elsa-Irina-Vibes, dass sie sich quasi nur treffen in der Villa bei solchen Happy Hours zum Knutschen und gar nicht zum Reden so richtig. Das ist für mich der Vibe, so. Pascal und Kim führen so ein kleines Q&A mit ein paar unangenehmen Stillen zwischendrin. Ja. Bist du der Meinung, dass du mir die Stillen bieten könntest? Ja. Okay. Also du bist nicht einschüchternd. Ne? Unangenehme Stille. Dann gibt's noch ein Arne und Kim Gespräch. Die küssen sich auch. Das war für mich sehr unerwartet. Von hier immer. Kim war heute in Kusslau und hat einfach alle geküsst. Ja, jeder wie er möchte, habe ich nicht erwartet. Ja, und dann am Schluss gibt es nochmal eine Mo und Kim-Szene. Kim sagt zu Mo, dass er seine Zahnbürste vergessen hat, aber er hat sie auch nicht mitgebracht. Ja, also. Auch so. Ganz so, finde ich. Kann man mal. Ich mach's kurz. Rausgeflogen sind heute Pascal, Felix und Cedric. Wir erinnern uns, Felix und Arne waren ja so ein bisschen das Couple, das ich vorhin gesagt habe, jetzt nicht mehr. Muss ich dir heute leider die Krawatte abnehmen? Kann ich verstehen. Und es gibt eine Vorschau. Ich flipp aus. Sauberhaftes Geschäft. Wir sind einfach abgefuckt, ganz ehrlich. Auf die berüchtigte White Night, da freue ich mich sehr drauf. Ich liebe diese White Night. Was soll ich denn noch machen? Soll ich ihm einen blasen? Nein, bin ich so eine Hure. Ein Kuss, der sehr stürmisch war. Kleinen Dreckschweine. Jetzt würde ich gerne mal wissen, wie ihr die Folge so fandet. Das war so eine richtige Maurice-Folge irgendwie. Fand ich ganz cute. Ich finde, die beiden passen echt gut zusammen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Maurice sehr weit kommt. Sehr, sehr weit. Lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Einen Daumen nach oben würde mich auch sehr freuen. Und wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare. Gerade zum Thema Missgunst, zu diesem Date, was ihr am schönsten fandet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.